Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch grüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Heute gibt es mal das Renga-Gameplay hier. Denn ich habe mir... Ja, Leute, ist ja gut, ich bin ja unterwegs. Ne, ich habe mir gedacht, eigentlich habe ich mir gar nichts gedacht, so wie ich halt eben bin. Ne, Renga, ja, cool. Und normalerweise ja. Electrocute, dies, das, aber ich dachte mir, komm, Leute, lass mal ein paar Seelen sammeln, lass mal ein bisschen böllern, lass mal ein bisschen Dinge machen. Da habe ich jetzt einfach Bock drauf, deswegen gibt es jetzt eine Runde Rengar-Schelle. Ich bin wahrscheinlich der schlechteste Rengar in ganz NRW, aber das ist völlig egal. Weil ich bin wahrscheinlich dabei gleichzeitig der bestgelaunteste Rengar in ganz NRW und, ja, wahrscheinlich auch der geilste, muss man tatsächlich auch sagen, ne? Ja, wir gucken einfach mal. Ich habe mich runentechnisch hier so ein bisschen für, ja, sehr viel Cooldown Reduction. Also ich habe auch in den Runen selber Cooldown Reduction geguckt. Wir haben schon 1%. Das heißt, wir können unsere Q um 0,06 Sekunden früher benutzen. Also wenn das nicht insane ist, dann weiß ich es auch nicht. Wer ist mein Supporter? Ach, Senna, stimmt. Senna und Lucian. Ja, die Gegner haben auch einen Kha'Zix. Das heißt, es könnte zu einem Event kommen. Ein Event ist Wissen böse und gut. Wir werden herausfinden, ob die Echse... Oder der, eigentlich ist keiner von denen eine Echse. Der Käfer oder der Waschbär gewinnen wird. So, auf geht's, ab geht's, zack, Q-Bre. So, ja, Rengar macht manchmal tatsächlich ganz schön Bock. Das Problem, was man bei Rengar oft hat, ist, glaube ich, und das merke ich sehr oft auch bei anderen Rengars, man wird sehr schnell fett, aber man wird dann auch sehr, soll ich da hin? Ich hätte eine Empowered Q. Komm, komm, zieh noch ein bisschen her. Zieh doch ein bisschen her! Oh, komm, kein Flash. Und jetzt hier raus. Ja, okay, also ich habe immer einen Kill bekommen. Allerdings hat Kha'Zix auch einen bekommen. Ja, Leute, deswegen, lauft niemals durch diesen Busch. Naja, das war natürlich, ich weiß nicht, unterm Strich war es, glaube ich, nicht so gut, weil Kha'Zix jetzt, wie gesagt, also wir müssen es halt so sehen. Wir haben jetzt schon direkt einen Stack, 1% mehr. Das heißt, wir haben nicht nur hier 0,09 Sekunden früheres Q, wir haben auch eine AD mehr von 0,0456% pro Millegrad. Das ist Gigaworth unter dem Strich. Aber Leute, lauft niemals durch diesen Busch. Wer da durchläuft, ist ein kompletter Traudelkopf. Und die hätten einfach mal smart sein können und die zu dem Busch, dann hätte ich da nicht flashen müssen und wer vielleicht. Aber gut, das Leben ist harsch, sag ich auch mal. Das hat meine Oma schon immer gesagt, Leben ist harsch. Ne, hat sie nicht gesagt, aber... Vielleicht wäre es cool gewesen, wenn sie es gesagt hätte. Gut, hier sind der Waschbär. Waschen Waschbären eigentlich? Oder warum heißen sie Waschbären? So. Mit Perwoll gewaschbärt. Dem geben wir jetzt mir mal ein Smite mit. Dann... Ah, scheiße, werden wir Level 3? Nee, oder? Level 3. Noch, geil, okay, cool. Dann können wir nämlich jetzt den guten Downy holen. Den guten alten Downy. Ich weiß nicht, ob ich meine Cam, Leute, musst du die tiefer? Wollt ihr mehr von meinem Body sehen? Oder ist das okay so? Oh shit. Aber die ist nicht so wichtig. Das hier ist wichtig. Also keine Ahnung. Ich kann das gerne machen, wenn ihr sagt, ihr wollt mehr Nippel oder mehr, Brust oder irgendwie so. Dann können wir das arrangieren, sag ich mal. Ne? So, wir gehen jetzt einfach beide Downys holen. Wäre das eine Möglichkeit? Wir gehen jetzt einfach mal hier wie so ein Wild, wie so ein Rentier, was über die Mitte kreist. Later! Danger! 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 So! So, guck mal, jetzt getten wir uns den Bau hier noch. Leider haben wir keine Velocity. Keine Velocity. Ja, Kha'Zix ist Level 3. Da sind wir. Wenn wir den jetzt getten, dann sind wir richtig gut im Business drin, Leute. Also, beziehungsweise dann sind wir wieder gut im Business drin, kann man sagen. Guck mal, jetzt sind wir Level 4, jetzt holen wir uns noch die und die Papageien und dann passt es, glaube ich. Schön. Itemmäßig kann man auf Rengar trollen. Wir könnten Gunblade bauen, aber ist das geil? Also geil ist es mit Sicherheit, aber wollen wir das? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß noch nicht. Wir müssen mal gucken. Ich glaube, ich hätte Bock, Leute zu one-shotten. Und da ist Rengar, Leute. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Hater werden jetzt sagen, ja, aber Tobi. Rengar, mit Rengar gehst du 5-5 und one-shottest Leute. Das ist komplett dumm. Also ich... Oh, und die haben auch noch... Die haben 2 AD-Carries auf der Bot. Das ist ja richtig geil. Ne, du gehst einfach 5-5 und machst die One-Shot-Compilation. Keine Ahnung, wer das finanziert hat. Oder und Cory. Also, I have no idea about that, man. So, wir gönnen uns den hier. Machen einmal so. Ich glaube, hier macht man schon weh, oder? Alleine für den AOE-Heal ist das Pock. Die Frage ist, gehen wir oder gehen wir nicht? Das ist die Frage, Leute. Was sagt ihr so? Ja, komm, ganz ehrlich, wir machen den Power-Jungle. Ne? Wir haben ja auch 2 Jungle-Items, deswegen geht das ja auch ein bisschen. Ich sag. Smoother.
Ein bisschen smoother geht das Ganze. Zack. Machen wir so. Machen wir so. Wir machen uns Smite. Wann kommt Daunty? Noch gar nicht. So, dann holen wir uns noch den und dann, guck mal, dann haben wir alles turbo leer gecleared, haben richtig reingesaugt, alles eingesammelt. Zack, weg damit, mit dem guten Mann. Können wir Toplane ganken oder so? Ist da vielleicht, is there a possibility? Is there even a possibility? Hello. Zack, so. Ja. 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 Nicht gestoppt. So. Wir machen wenigstens das blaue Smite, machen mal das, machen ein paar Damage. Ja, so, so sind wir gut dabei. Ich weiß nicht, ob wir Tiamat kaufen. Ich meine, ich habe schon diesen HP-Ding, aber... Ja, so, wir haben jetzt Damage. Wir gehen jetzt straight out of Top Lane. Ich weiß nicht, ob da was geht. Eigentlich sollte ich Botlane gehen, weil da die Golems kommen. Aber ich glaube, Botlane hat sich eh more or minder erledigt. Und Top Lane, ach, ich weiß nicht, ob da was geht. Wir können mal gucken, ob wir über die Lane lunzen können. Über die Lane rüberlunzen. Oh, ich komme, Rudi, ich komme... Ja, der ist Level 4, der kann nichts, Alter. Du bist Level 7. Ja, okay. Passt auf, wir machen jetzt Schleichi-Schleichi, Leute. Und gleich springen wir raus, wie ein Tarantula-Kopf-Zerstörer. Der geht echt back? Was ist mit ihm? Schade. Aber dafür ist diese Ecke extrem cool, muss man sagen. Hat er Teleport? Nö, dann push ich jetzt durch. Wenn jetzt Renekton sagt, ich soll nicht durchpushen, hat er keine Ahnung vom Spiel. Wenn er mich jetzt pinkt. Aber ich glaube, er ist klug. Beziehungsweise nicht dumm. Eine Platte? Hm, ja, also die Wave ist riesig. Also ich würde mich sehen auf einer Platte. Eine Platte würde ich schon machen, du. Eine bitte? Den könnten wir actually... Ja. Gib mir eine Platte, bitte. Den würde ich gerne... Passt auf, wir sind ja... Ich bin ja ein Hunter, Leute. The Hunt tonight. Tonight we hunt. Ah, er geht Schobbe. Nee, er geht nicht Schobbe. Miau! Miau! Slip! Was? 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 Ich konnte nicht springen, weil mein Autotech und cooldown war. Was? Die fliegende Kette! Die fliegende Kette! Ich wusste, dass sie nicht genug Damage macht, aber ich habe irgendwie gedacht, dass mein Mate noch irgendwas... Vielleicht kann ich Baity-Baity machen. Ja, dann nehme ich jetzt seine... Ah! Jetzt bin ich... Die Kette! Oh, auch schon wieder! Ich gehe jetzt Darius. Leute, ich schreibe jetzt erstmal Leute. Ja, er sagt, I don't know, ja. Oh, Auto-Attack! Oh! Oh mein Gott, er ist gestorben, weil er den Auto-Attack nicht rausgekriegt hat. Oh mein Gott. So, wir gehen jetzt, wir wollen Level 6, Leute. Ja, war äußerst unglücklich, tatsächlich, kann man sagen. Hätte man möglicherweise auch besser spielen können. Aber hätte man auch schlechter spielen können. Ich meine, what the fuck? Hätte man schlechter spielen können. Sagen wir einfach mal so, wie es ist. Ja. Scheiße. Aber Leute. Ich spiele ja den Comeback-Simulator gerade. Das heißt, ne, wir machen gleich hier eine schöne Comeback-Feier. Ich würde, glaube ich, noch... Ja, so eben Level 6 so. Level 6, then Bot. Outtake, bleh. Machen wir Smite? Ja, dann haben wir ein bisschen AP. Wir haben eh gleich wieder einen Smite. Das passt. Zack. Stirb. Ja, sie ist Stabe. So, ich bin jetzt ready. Ich hab Bock. So. Let it go. Already ready. Go. Let it go. Smite. Müsste da nicht... Ja, da kam es. Komm, Smite, bitte. Bitte. Nur ein Smite, bitte. Das ist too much verlängt. Okay, dann nehmen wir hier ordentlich Platten mit. Das ist auch okay. Ich bin auch Platten-Pete. Oh, sie ist noch da. Ich müsste... Ein E und ein W. Ja, okay, das hätte auch nicht gereicht. Okay, ja, ich hätte... Ja, ja, ich hätte backgehen sollen. Da wurde so viel gepinkt. Aber, ich meine, warum welches Start Travel bis Deutsche Bahn? Was ist, warum travelt er nicht? Er die ganze Zeit, so ist halt, ich meine, er pinkt, cool, aber er müsste halt auch mal den Travel-Simulator starten. Gibt mittlerweile ziemlich gute, ich habe letztens gehört, Eisenbahn-Simulator, Pock. Ja, ist einfach, er travelt überhaupt nicht.
Der ist Bahncard. So, let's go. Slytherin. So, okay. Wir machen jetzt bis Level, bis wir ult haben. Farmen wir jetzt und dann geht's wieder ab. Ich hoffe, er versteht, was ich ihm gepinkt habe. Ich habe gepinkt, hey, im 23er bin ich oben. Das ist, was ich gesagt habe. Im 23er. So, jetzt Quarzi. Gehen wir von hinten? Ne, wir gehen durch the lane, würde ich sagen. Let it go. Shit. Shit. Er hat aber Flash. Flash E. Flash E. Flash E. Flash E. Flash E. Flash E. Wie wär's mit Flash E? Nun, dann nicht. Wer nicht will, der will nicht, sagt man auch immer. Ja, nee, jetzt kannst du dich verpissen. Time is over. No. Gerade hättest du eine Möglichkeit gehabt. Jetzt ist vorbei. Ja, ich weiß nicht, ob das ein guter Plan ist. Also der Plan ist gut, aber ja, genau das meine ich. Jetzt kommt nämlich der hier. Bait! Come to me. If you want to come to me, you can come to me. Natürlich, guckt euch, wer wieder hier ist. Wer ist wieder hier? Sie ist wieder hier. Komm. Ich glaube, Zoe hat Bahncard 50. Vielleicht sogar Bahncard 100. Mit Bahncard 100 könnt ihr umsonst fahren, wo immer ihr hin wollt. Ja, keine Ahnung. Es ist, ohne Witz, better Midlaner wins. Sag ich mal. Ja, also, Leute, es ist halt wirklich so. Zoe ist 24/7 überall, während Vel'Koz nie da ist. Er ist nie da. Ja gut, nun. Wir können mal gucken, wir stehen 2-4. Das ist ja lustig. Okay. Ist das eigentlich worth Rengar Mains? Ist das worth jetzt in diesen Busch zu laufen, damit man da rüberspringt, damit man noch ein Ferocity mehr bekommt? Am Anfang vielleicht, aber mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ist das immer noch worth? Das weiß ich nicht. Oh shit. Stop, travel. Der ist nicht isoliert. Nun. Gut. Ja, scheiße, Leute. Hä, wieso macht der so viel Schaden? Ich war nicht isoliert. Ja, okay, er ist 313 und hat 1000 AD. Aber ist das ein Grund, mich zu one-shotten, während ich noch 30% HP habe? 30% HP one-shot? Ja, weiß nicht. Ja, vielleicht. Ich meine, er hat... Ja, egal. Gut, ich würde sagen, wir warten noch eben auf das Hämmerschen. Auf das gute Hämmersche. Wir stehen zwei... Jetzt, Leute, lasst uns mal wirklich klug überlegen. Wie können wir... dieses Game turning around. Also, wir müssen Zoe töten, die gibt Arsch viel Geld. Vielleicht versuchen wir es mal. Vielleicht geben wir dem mal einen Try. Aber, sonst Botlane. Botlane, Bestlane. Also, weil die sind noch fein und die haben Potenzial. Midlane ist so, so, die hat Cleanse. Vielleicht sollten wir eben warten, bis das vorbei ist. Jetzt. 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 Mach was. Mach was. Mach was. Ja, das war schon wieder komplett. Mann! Ja, jetzt was sie früher machen können. Hier hätte er seine E landen können. Da. Als sie in den Tunnel gegangen ist, hätte er einfach seine E drauf werfen können. Also ich will nicht sagen, dass ich gut bin, aber alle anderen Inten gerade. Renek hätte Flash E machen können. E-Flash, Flash E, Flash Mayonnaise. Help! Sand, Zumba. Okay, wir sind 2-6. Ja, also, Leute, also. Immer harsch gefragt, ja? 2-6 at 14 Mints. Ja, Leute, aber ist das wirklich meine Schuld, wenn alle Lanes komplett useless sind? Also, was heißt, also ich will jetzt wirklich nicht fies werden, ja? Ich bin auch useless, aber, ne? Okay, dann, Leute, Midlane abgehakt, Toplane abgehakt, wir versuchen es mal auf der Botlane. Lasst uns einfach ein Zelt auf die Botlane transferieren. Vielleicht ist das ja der Weg. Ich meine, ich hätte hier echt gern das Geld gehabt, aber, klar, mein ganzer Jungle ist weg, Scheißendreck. Dann nehmen wir einfach das Zelt und schieben es auf die Botlane. Let's try this. So, wir pingen schon mal. Wir nehmen noch mal hier was mit. Welches Level ist Kha'Zix? 10, Bruder. Bruder, aber ja, was soll ich machen? Und vor allem, ich werde jetzt geblamed, während Zoe 24/7... Es ist ja nicht mal der Kha'Zix. Es ist einfach die Zoe, die 24/7 hinterher räumt. Ne? Die räumt einfach den ganzen Tag. Ne? Und jetzt droppt er seinen Turm und geht einfach nach unten.
Weiß ich nicht. Ja, dann fahren wir aber kurz die Midlane. Dann können wir ein bisschen XP getten. Ne? Zack. 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 So, was können wir machen? So, Darius ist tot, Miss Fortune ist tot. Das ist ja gar nicht so bad. Wir nehmen jetzt direkt diese Wave und entfernen sie. Au. Au. Also wir nehmen jetzt hier sofort mal den ganzen Bums. Ich würde sie echt gerne versuchen zu töten, aber sie ist einfach Level 12, Bruder. Ich bin Level 8, ich brauche unbedingt XP. D-A-D-E. Wir nehmen mal hier diesen Blue Buff und dann fahren wir die Top Lane vielleicht mal durch. Ich meine, man muss aber eine Sache immer sagen, ich habe immer Bock, Leute. Ich könnte jetzt Level 1 sein und hätte jetzt absolutes Bock. Eigentlich habe ich so diese eine Passive, eine Hit. Je weniger ich bin, also je schwächer ich bin, umso mehr Bock habe ich. Weil umso mehr Bock habe ich, wieder ins Game reinzukommen. Ne? Jungle-Differenz. Ja, Minus mal Minus ist Plus. So, wir machen hier Nein. So, wir haben jetzt endlich, finally mal das Draktar-Blade. Hat ein bisschen lange gedauert, sind wir honest. So, was können wir machen? Wir setzen das Zelt auf die Botlane. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Wir müssen hier noch alles töten. Miss Fortune vor allem. Und alle anderen auch noch. Ja, die AD werden natürlich auch mal richtig Pock, ey. So, ich würde sagen, wir warten eben auf Senna. Die sind 2, 2, 3, 4. Okay, das sehe ich nicht. Alle Traps sind da oben. Let's fucking go. 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 Miau, 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 miau. Komm, 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 komm. Da flash ich wieder. Slippede, slippede, slippede. Zack, schön. Das Zelt wurde gesetzt. The tent is set. Das wird damals irgendwann später werden alle in Geschichtsbüchern davon reden, so. Riesiges so Thema, so. Ja, damals als, ne, die vor Rom belagert haben, hat dann Augustus Julius Mega Caesar gesagt, the tent is set. Das Zelt wurde gesetzt. So, wir gönnen einmal das. Midlane ist, ja, Midlane ist halt schwierig, Brudi. Can we have F, please? Nö. Was soll denn das? Was ist das für eine Frage? Ich glaube, mittlerweile wäre doppelte Q besser hier, oder? Dann könnte man die schneller durchhacken. Hallo. Alter, ohne Tier. Also, ich weiß auch nicht. Ach, egal. Ich weiß gar nichts. So, cool. Können wir was haben? Scheiße. Ich mache so wenig Schaden. Warum ist das so? So, gönnen wir uns noch eben. Ja, also ich mach Wölfe. Mach aber mal hier ein Ward, nicht, dass ich jetzt hier. Ja, Ah, kann ich da wieder raus? Ah, ja. So. Ja, dann gehen wir mal. Wir haben Ultimate. Wir holen mal aber eben ein bisschen AD, Leute. Und ein bisschen HB vor allem. Bisschen AD, bisschen HB. So, Alter, wir brauchen unbedingt Levels, Mann. Der Kha'Zix ist 3 Level über mir. Brudi, 3. Ja, da unten. Meint ihr, ich schaff die? Sogar, wieso hab ich so, hab ich irgendwas verkackt? Also ja, ich bin oft gestorben, aber sogar die ist über mir. So, wo können wir ulten? Midlane? Botlane, Toplane? Midlane, Botlane, Toplane? Ich bräuchte halt die Stacks hier. Da ist Ding, Catlina, den. Katniss! Slibbede! 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 Zack! Gegettet die Frau! Die alte Frau gejettet! So, guck mal, hier kommt gleich die Camps, kommen wieder, die geben mir ein bisschen XP. Vielleicht sind ein bisschen viele Leute hier gerade unten. Möchte ich anmerken. Den Drachen sollten wir weggeben, I guess. Ich hoffe, dass Kha'Zix jetzt nicht. Leute, Hilfe! Ja, gar nicht too bad potenziell, aber ich glaube, ja, das meine ich nämlich. Leute, ihr müsst das blocken, das wisst ihr, ne? Das weiß niemand außer ich. Heftig. Der wäre jetzt gestorben. Verstorben 1912 hätte er jetzt gestanden. So ein Grabstein. Oh, Leute. Gut, also ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier ein bisschen Expedia mache. Expedia, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Zack, 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 zack. Man muss aber auch eins mal anmerken, Leute. Ja, also, ne, ich weiß ja, viele sagen, ja, aber Tobi, du bist auch kacke. Ja, ich weiß, ich bin kacke. Und ich admitte das komplett und ich bin full respectful und so. Nobody is saying that I'm very good oder sowas. Hallo, bleiben Sie. Ich will einen Assist, bitte. Slip, slip, slip. Oh, danke.
Ja. 1100? Saramoy. Ich glaube, ich werde wieder Zoe mähen. Ja, ansonsten, also was ich sagen wollte, also Platin 4 ist das ja gerade, Leute. Platin 4 ist aber auch Turbo-Hölle. Weil ich glaube, es werden unglaublich viele Leute nach Platin 4 geboostet. Weil Platin ist so die erste Elo, die sich so ein bisschen nach was anfühlt, so. Silber ist so, ja, so Gold ist auch cool, bin ich ehrlich. Als ich das erste Mal Gold war, war schon cool. Aber, Silber ist so, oh Leute, ihr gibt noch nicht, nee, ihr wird noch nicht aufgegeben. Silber ist so, Gold und Platin ist das erstmal, Alter, ich bin fucking Platin. Und deswegen lassen sich da auch sehr viele Leute hinboosten. Und das ist halt genauso wie Diamant 4. Platin 4, Diamant 4 ist Katastrophe. It's a full catastrophe. Kann man sagen. So, was können wir machen, Leute? Ich mache einfach mal den Motor an und dann gucken wir mal, was so geht. Alter, hier ist ja, wir hatten hier die Absperrung gemacht. Wir suchen einfach mal und gucken. Aber wahrscheinlich haben die alle zu viel AP. Nö. Shit. Ja gut, dann machen wir den. Gut. Schön. Hier, ja. Hilfe! Mama! Mama, hier ist eine Kette für dich. Okay, wie kommen wir weg? Wie kommen wir aus dieser Situation heraus? Ich muss immer in diese Airfields laufen. Was? Wieso hat die das denn noch da unten gemacht? Hä, die hat ja voll gefailt. Ich hätte einfach geradeaus weiterlaufen können. Och, Mensch. Ja, 5, 8. Aber Leute, 1, 6, 4, 8, 3, 5, 11, 0. Man kann im Prinzip sagen, Leute, klar, ihr könnt die Deutsche Bahn haten, wie ihr wollt. Aber wenn du mit der Deutschen Bahn travelst, sagen wir so Bahncard 50, 25 ist auch fein und Bahncard 100 ist sowieso broken, dann ist GG. Ne, er fährt mit Fahrrad. Deutsche Bahn, Fahrrad. Deutsche Bahn, Fahrrad. Also jetzt no hate gegen Fahrräder, ne? Nicht, dass er, ja, Tobi, bist du jetzt rassistisch oder so? Smite. Na toll. Den hole ich mir, Leute. Ich bin Käferjäger. Den hole ich mir noch. Ich glaube, den kriege ich nicht. Bruder. Ja, okay. Ich glaube, diese Runde war vorbei. Ich denke, es war trotzdem lustig. Also, ich fand es lustig. Ich habe mich jetzt nicht klein kriegen lassen. Ich habe gekämpft. Und irgendwann, wie gesagt, ist es ja auch wichtig. The Tent is set, Leute. Ne? Das wird in die Geschichtsbücher eingehen. Ich denke, man sollte geschichtstechnischen Unterricht hier nicht irgendwie sagen, ja, lade ich nicht hoch oder so. Ne? Ich bin ja auch nicht einer, der immer nur Wins hochlädt. Ich lade immer nur Loses. Nein, das ist Maxim. Ne, bei mir weißt du nie, was kommt. Ne, du denkst so, ja, wow, schon wieder so 20 Minuten Game. 20 Minuten Win, 20 Minuten Lose, 20 Minuten Surrender. Ist dasselbe. Okay, aber gut. Können wir noch irgendwann smiten? Okay, wir haben noch nicht verloren. Cool. Passt auf, wir machen das Flash und das Smite. Slip! Ja, okay, ist egal. Und Dark Harvest noch bekommen. Cool. Guck. Ja. Also ja, ich habe gesaugt, aber unser Midlaner hat richtig schnell gesaugt. Also ja. Leute, wisst ihr, wer dieses Game verloren hat? Wir. Wir als Team. Das ist ein Team-Game. Wir gehen zusammen rein, wir gehen zusammen raus. Wir haben verloren. So, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Auf Wiedersehen. Goodbye. Tschüss. Und bis dann.